Als Schüler haben wir oft auch noch nach der Schule viele Dinge zu erledigen. Seien es jetzt Hausaufgaben lernen oder Aufsätze schreiben. Wir müssen oftmals noch nach der Schule produktiv sein und das ist ziemlich schwer, wenn man schon 8 oder 10 Stunden vielleicht sogar in der Schule war. Ich persönlich kenne das selbst, habe aber jetzt einige Tricks für mich herausgefunden, wie ich auch nach der Schule produktiv sein kann, wie ich es mir wirklich einfach machen kann und tatsächlich alles schaffe. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Hier kommt jede Woche ein neues Video online mit Tipps für die Schule und generell fürs Lernen und Produktivität und Organisation. Vergesst nicht zu abonnieren und viel Spaß erstmal beim heutigen Video. Um 15 Uhr fange ich an. Plötzlich ist es 15.03 Uhr. Okay, 15 Uhr ist vorbei, ich fange um 15.10 Uhr an. Wir gucken auf die Uhr, es ist 15.11 Uhr und können schon wieder nicht anfangen, weil wir unseren Startpunkt verpasst haben. Kennt ihr das? Ich habe dieses Phänomen schon mega oft auf TikTok gesehen, dass es richtig vielen Menschen so geht, dass sie zu einem bestimmten Startpunkt anfangen wollen und wenn sie ihn verpassen, nicht mehr anfangen können. Das ist eigentlich voll die mentale Blockade, aber ich kenne das irgendwie auch selbst. Und ich habe mir da jetzt eine neue Sache überlegt und zwar möchte ich mir keinen Startpunkt mehr setzen, weil mich das eh nicht wirklich motiviert, sondern eher eine Deadline setzen. Das heißt, ich sage nicht, ich fange um 15 Uhr an, sondern ich sage, ich bin um 17 Uhr fertig. Das ist nämlich ein messbares und erreichbares Ziel, was mich eher motiviert, als den Startpunkt zu sehen, denn die meisten Sachen, die wir machen müssen, ja nicht wirklich in unserem Interesse sind und wir sie eigentlich eher nur erledigt haben wollen und es da einfach ist, auf das Ende hinzublicken, als auf den Start hinzublicken. Außerdem lieben wir die Challenge, beziehungsweise ich liebe die Challenge und dann zu sagen, ich bin um 17 Uhr fertig und kann dann andere Dinge machen, motiviert mich viel mehr und gibt mir kurzfristig einen viel besseren Kick wirklich anzufangen, als mir zu sagen, ich fange jetzt um diese Uhrzeit an und weiß gar nicht, wann ich fertig bin. Das wirft nur das Licht auf das Negative meiner Meinung nach. Deswegen setzt euch eine Deadline, einen Endpunkt und keinen Startpunkt. Die zweite Sache ist die Power Hour. Es reimt sich schon, ist wirklich das perfekte Tool für deinen schönen, produktiven Tag. Wir kennen alle diese kleinen Aufgaben, die sich total auf einen Haufen peilen, weil sie so viel werden, aber eigentlich nur so kleine Aufgaben sind. Als allererstes können wir da schon mal die 2-Minuten-Regel anwenden, die ich öfter auch anspreche. Das heißt, wenn eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, dann erledige sie sofort. Wenn du das aber nicht machst und es Aufgaben sind, die vielleicht doch ein bisschen länger brauchen, mache das alles mal in deiner Power-Hour. Ich habe jeden Tag diese eine Powerstunde, wo ich alle Aufgaben erledige, die jetzt nicht so lange brauchen. Natürlich, wenn ich jetzt einen ganzen Aufsatz schreiben muss, der eine Stunde zu schreiben dauern wird, mache ich das nicht in dieser Stunde. Aber falls ich andere kleine Sachen habe, wie zum Beispiel, ich muss noch was ausdrucken für die Schule oder ich muss kurz auf den Taschenrechner eingeben oder so, wenn es so kleine Aufgaben sind, die vielleicht so 5, 10 Minuten dauern, dann mache ich das alles in dieser Power Hour. Diese einschüchternde große To-Do-Liste wirkt nämlich ziemlich groß auf uns. Hat ja auch gerade schon der Name gesagt. Wenn man aber weiß, ich schaffe das alles in dieser 1 Stunde, ich muss nur 1 Stunde jetzt produktiv sein, ist das meiner Meinung nach auch wieder viel motivierender. Denn sich zu sagen, hey, ich bin heute produktiv von 16 bis 17 Uhr, ist besser als zu sagen, ich muss auch das, das, das und das und das alles machen. Und dann vielleicht auch zwischendurch zu prokrastinieren und Dinge aufzuschieben, zwischendurch auf Social Media Zeit zu verbringen und dann irgendwie den ganzen Tag zu verschwenden, ist auch nicht effektiv. Und vor allem auch nicht schön für uns persönlich. Außerdem verlieren wir dadurch auch den Fokus und es ergibt viel mehr Sinn, sich einfach diesen Fokus einzuteilen und ihn zu konzentrieren. Oder eben zu sagen, ich fokussiere mich jetzt für diese 1 Stunde straight und erledige alles und teile das jetzt nicht auf den Tag, dass ich 2 Minuten mal das mache, dann 10 Minuten mal das mache. Ihr versteht den Punkt. Was mir auch total hilft, ist, meine verschiedenen Bereiche des Lebens zu trennen. Wahrscheinlich ist es bei euch auch so, dass ihr euch in Klausuren und in der Schule generell am besten konzentrieren könnt auf bestimmte Sachen, an denen ihr arbeiten. Deswegen nutze ich persönlich auch sehr gerne meine Freistunden und meine Mittagspause, um dort schon Sachen zu erledigen, weil das eben erstens total viel Zeit spart und einfach effektiv ist, schon dort die Zeit zu nutzen, weil ich da ja eigentlich eh nur rumsitze und nichts mache. Und zweitens aber auch, weil es für mich schon mein Konzentrations-Lernbereich ist. Das heißt, ich assoziiere die Schule ja schon mit konzentrierten Arbeiten, mit Dingen fertig werden und so weiter. Konträr dazu ist mein Platz zu Hause, mein Zimmer zu Hause, eigentlich eher eine Relax-Area, wo ich lese, wo ich auf Social Media bin, wo ich schlafe und wo ich eigentlich eher selten konzentriert arbeite, vor allem auch in meinem Bett. Und das ist auch der Punkt, warum ich es schwierig finde, im Bett zu lernen, auch wenn ich es selbst teilweise mache. Ist es eben nicht so schlau, weil dein Gehirn das Bett mit Schlafen und mit Ausruhen und mit Ruhe assoziiert. Das heißt, wenn du dich ins Bett legst, dann denkt dein Gehirn eigentlich, okay, jetzt ist Schlafenszeit, wir müssen jetzt mal schlafen
und ich müssen uns jetzt konzentrieren und arbeiten. Daher bin ich auch ein großer Fan davon, in anderen Institutionen zu lernen, zum Beispiel jetzt eben in der Schule, in der Bibliothek oder auch in Cafés oder mit Freunden zusammen. Ich bin ja auch persönlich ein großer Befürworter und Fan von Study and Learn Dates, dass man sich mit Freunden trifft und dann zusammen lernt. Das hat auch wieder mehrere Vorteile, eben nicht nur diesen konzentrierten Vibe, sondern auch gleich, dass man Accountability, also Rechenschaft, schafft in dieses Umfeld, dass man einfach gemeinsam arbeiten möchte und dass man sich gegenseitig accountable hält und auch, dass man sich Dinge vielleicht erklären kann, wenn man etwas Ähnliches oder sogar das Gleiche lernt. Wenn das alles nicht funktioniert und das auch zeitlich nicht passt, was ich sehr gut verstehen kann, man kann ja nicht jeden Tag mal irgendwo hinfahren, wenn man nur eine kurze Hausaufgabe erledigen muss, ist es trotzdem hilfreich, sein Haus, seine Wohnung oder zumindest sein Zimmer in bestimmte Bereiche einzuteilen. Falls du keinen Schreibtisch hast in deinem Zimmer, könntest du ja in der Küche lernen oder im Wohnzimmer lernen oder im Esszimmer lernen, was du eben zur Verfügung hast. Falls du einen Schreibtisch hast, dann natürlich das Ganze aufzuteilen in Schlafbereich und Lernbereich. So mache ich das auch. Ich habe nämlich mein Bett, was hier gegenüber von mir gerade steht, wo ich dann relaxe und chillige Sachen mache. Und meinen Schreibtisch, wo ich gerade dran sitze übrigens, falls ihr nicht wisst, hier ist mein Schreibtisch, wo ich dann auch dran lerne. Und so weiß mein Gehirn direkt, okay, wir sitzen am Schreibtisch, wir müssen uns konzentrieren. Oder eben, wir sind in der Relax-Area und müssen uns nicht so doll konzentrieren. Dann, was mega wichtig ist, ist Pausen zu machen. Denn wir können nicht den ganzen Abend und Nachmittag durchlernen, wie wir das schon in der Schule die ganze Zeit gemacht haben. Ich bin froh, dass ich in der Schule auch ab und zu Pausen habe, wo ich meinen Kopf einmal kurz resetten und ausschalten kann. Es ist aber kognitiv nicht möglich, die ganze Zeit sich zu konzentrieren. Und das ist auch zu Hause so. Und es ist effektiver, Pausen zu machen und sein Gehirn wieder neu aufzuladen mit neuer Energie, als die ganze Zeit durchzulernen. Denn es ist nicht so, dass je mehr Energie man immer reinsteckt, desto mehr man auch Output bekommt. Irgendwann wird es nämlich stoppen und dann müssen wir eine Pause machen, uns resetten und dann geht es danach weiter. Das Ganze ist individuell. Ich persönlich sage immer nicht länger als 90 Minuten lernen ohne Pause. Persönlich mache ich es meistens so, dass ich 45 Minuten lerne, wie auch eine Schulstunde. Das klappt für mich sehr gut. Ihr könnt auch mal gucken, wie das für euch klappt. Es gibt ja auch die Pomodoro-Technik. Das sind da meistens 25 Minuten, die man lernt, dann 5 Minuten Pause macht und das Ganze zweimal macht, diese Sessions, bis man eine größere Pause macht. Ich mache das jetzt mit 45 Minuten Intervallen und dann 10 Minuten Pause. Fun Fact dazu, ich habe auch schon auf meinem Kanal einige Study-Livestreams, wo ich euch mitgenommen habe, wie ich lerne, beziehungsweise auch schon ganze Study-Videos, Study with me. Und da könnt ihr mit mir lernen, mit mir zusammen Pause machen und habt direkt diesen Timer auch schon integriert. Dieses Video findet ihr jetzt hier verlinkt. Guckt ihr sehr gerne mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis dann!